Tja, Leute, erst vor kurzem habe ich noch ein Video gemacht, in dem ich ja ganz groß angetönt habe, dass ich jetzt eine gewisse Struktur in den Kanal reinbringen will. Und eigentlich sollte jetzt zum Zeitpunkt dieses Videos ein Video kommen mit dem Titel Godzilla vs. Jurassic Park. Also hier wollte ich eben die allerbeiden ersten Teile beider Franchises miteinander vergleichen. Allerdings war ich jetzt mehr oder weniger gezwungen, genau dieses Video auf die Woche drauf zu verschieben. Zum einen ist die Recherche hier doch ein bisschen aufwendiger gewesen, zum anderen aber beschäftigt euch scheinbar eine Frage viel intensiver, nämlich Tobi, was hältst du eigentlich von der Jurassic Park Classic Game Collection? Du hast darüber noch gar nicht gesprochen. Wirst du sie dir kaufen? Wirst du einen Kauf empfehlen? Und genau darüber quatschen wir jetzt. Ist eben ein aktuelleres Thema, deswegen macht das, glaube ich, wesentlich mehr Sinn. Und ja, ich habe ein paar Worte zu der Classic Game Collection, die jetzt hier im Video erfahren werdet. Und wie immer, denkt dran, meine Meinung ist nicht eine allgemeine Meinung. Wenn ich jetzt sage, ich kaufe mir das Ganze oder ich kaufe es mir eben nicht, hat das nichts mit euch zu tun. Ihr könnt euch immer noch selber entscheiden, ob ihr dieses Produkt kaufen wollt oder eben nicht. Jetzt erfahrt ihr hier nur meine Meinung mit noch ein paar Hintergrundinformationen zu der ganzen Nummer. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Okay, fangen wir mal ganz grob damit an. Wie stehe ich zur Jurassic Park Classic Game Collection? Und ich muss wirklich sagen, ich bin generell von dieser gesamten Jurassic Park 30. Jubiläums Überraschungsjahr Gedöns extrem enttäuscht. Ich meine, es wurde sehr viel angekündigt und das sagt jetzt vielleicht der Falsche. In diesem Fall wurde auch alles eingehalten, was angekündigt wurde. Allerdings habe ich hiermit so meine Schwierigkeiten. Ich meine, schauen wir uns einfach mal kurz an, was wir alles zum 30. Jubiläum von Jurassic Park in diesem Jahr bekommen haben oder eben noch erwarten können. Der Kinofilm Jurassic Park 1 wird nochmal im Kino laufen. Ja, ihr wisst das noch nicht, dann ist das auch kein Zufall, denn man weiß noch gar nicht genau, wo der Film wirklich laufen wird, also nur wirklich in ausgewählten Kinos, an einem einzigen Tag zu einer bestimmten Uhrzeit. Ist irgendwie nicht ganz so geil. Dazu haben wir noch so ein paar lieblose, extrem überteuerte Lego-Sets mit dazu bekommen. Irgendwelche bestimmten Spielsets, von denen ich hier sogar auch eins stehen habe. Ich kann es mal ganz kurz zeigen. Ach, scheiße. So, ist nett, aber ist es 50 Euro wert? Nein, wir haben ein Jurassic World Evolution 2 Jubiläums-Update bekommen, was ja wirklich ganz nett war, zumal das Ganze eben auch kostenlos gewesen ist und da kann man eigentlich nicht meckern. Wir haben das Ganze ja mal im Livestream zusammen getestet gehabt, was da alles so neu mit dabei gewesen ist. Den Livestream habe ich dir mal da oben verlinkt, wenn du ihn noch nicht gesehen hast, da kannst du gerne mal reingucken. Es sind jetzt keine weltverändernden Extras gewesen, aber eben ganz nette Sachen, die auf jeden Fall an Jurassic Park 1 erinnern. Zum Beispiel dieser Hintergrund aus dem Restaurant, wo man den Raptor sieht, finde ich einfach eine ganz schöne Sache. Aber mehr war das dann eben auch nicht. Es war quasi ein bisschen mehr Dekoration und viele von euch haben dann auch gesagt, ey, warum wurde da nicht irgendwie noch ein neues Szenario mit hinzugefügt? Ja, sehe ich ganz genauso. Warum wurden vielleicht nicht noch ein paar mehr Dinge einfach ergänzt zu der ganzen Nummer? Dann haben wir die Jurassic Park Sammelkarten bekommen, die wir auch im Livestream hier ausgepackt haben und die sind auch super cool, aber da muss ich auch wieder einen riesen Abstrich machen. Die kann irgendwie keiner bekommen. Also ich lese immer wieder von euch die Nachrichten, ey, wo kann ich denn diese Karten kaufen? Ich finde die einfach nirgendwo. Und das ist eben ein riesen Nachteil, zumindest hier in Deutschland. Ich weiß nicht genau, wie es in anderen Ländern jetzt ist, aber bei uns scheinen diese Karten wirklich nicht einfach erhältlich zu sein, außer man bestellt sie irgendwo im Internet. Dann haben wir noch eine Jurassic Park Collection bekommen mit allen Filmen drin, die nichts Neues macht, außer irgendwelche Sammelbilder mit dazulegen, kleine Artbooks und ein Steelbook. Und das Steelbook ist laut meinen Informationen in Deutschland sogar nicht mal enthalten. Deswegen hier mein Tipp, wenn ihr euch diese Box kauft, kauft die in Italien. Denn dort habt ihr nämlich den Vorteil, dass dort auch die deutsche Sprache mit vertreten ist, ihr aber auf jeden Fall dieses Steelbook mit dabei habt. Worauf ich im Endeffekt einfach hinaus will, ist, wir haben zu viel von allem bekommen. Und ich muss dabei immer wieder an diesen komischen Knäcke-Mix denken. Den kennen wir alle immer auf irgendwelchen diversen Partys, wo dann so ein paar Brezeln mit drin sind, diese Sesamfische, irgendwelche Chips, Salzstangen, Nüsse oder irgend so ein Zeug. Und die Mischung zusammen ist dann irgendwie ganz cool, aber als einzelnes Produkt ist das natürlich alles Quatsch. Und das ist eben auch bei dieser Jurassic Park Jubiläumsüberraschung so, nur dass wir halt hier nicht wirklich die Chance bekommen, auch alles zusammen genießen zu können. Und die kleinen einzelnen Dinge, an die wir eben auch rankommen, sind für mich ein bisschen wenig. Ach so, ja, es hat in England noch irgendein Jurassic Park Laden aufgemacht. Glückwunsch. Also ich persönlich bin davon ein bisschen enttäuscht. Ich hätte mir lieber eine große Sache gewünscht, die
naja, wir am besten einfach alle zusammen hätten genießen können, wie zum Beispiel ein Jurassic Park Adventure Game oder vielleicht auch einfach Lego Jurassic World 2 mit einer neuen Engine, allen Jurassic-Teilen mit drin, zusammen mit der Serie Camp Cretaceous. Eine Sache und darauf eben den Fokus gelegt. Um jetzt aber nochmal den Bogen zum eigentlichen Thema zurückzuspannen, ich war deswegen sehr gehypt drauf zu erfahren, was denn in der Jurassic Park Game, Classic Game Collection alles drin sein wird. Und dann habe ich mir so überlegt, okay, es gibt ja ganz bekannte Classic Games. Wir haben das für Sega Mega Drive. Wir haben dieses Sega Mega Drive Jurassic Park Rampage. Wir haben Jurassic Park 1 für Super Nintendo, für Nintendo, für Game Boy. Wir haben dieses Chaos, The Chaos Continues. Da gab es schon einige Sachen, die zusammenkommen. Und dann schaue ich mir den Trailer von dieser Collection an. Von der Collection. Und drin sind genau zwei Spiele. Es sind genau zwei Spiele. Und nein, es sind nicht vier Spiele, das stimmt nicht. Es sind zwei Spiele, die ihr eben aber nochmal umswitchen könnt in ein anderes Modul. Also quasi, ihr könnt das Super Nintendo-Spiel umswitchen in das Gameboy-Spiel. Das sind exakt die gleichen Games im Endeffekt, nur dass die eben ein bisschen anders aussehen. Und ich war ein bisschen stutzig, weil ich mir gedacht habe, naja, wir haben ja selber auch hier auf dem Kanal oft genug live zusammen Retro-Games gezockt, wie das Spiel Jurassic Park 3, DNA Factor oder Jurassic Park Island Attack. Oder eben auch die Sega Mega Drive Spiele. Und klar, hier kann man jetzt wieder sagen, ja, es geht dabei aber um Jurassic Park 1. Deswegen fallen eben alle Spiele von The Lost World und eben auch von Jurassic Park 3 raus. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Aber den Gedankengang kann man vielleicht erstmal so ein bisschen nachvollziehen. Dann habe ich mich hingesetzt und habe mal geschaut, wie viele Retro-Spiele gibt es denn so für Jurassic Park 1 oder von Jurassic Park 1, die auf diese Collection hätten draufpassen können. Und die Antwort ist 12. Ja, ich habe 12 Spiele gefunden und dabei sind immer noch nicht alle komplett mit drauf. Ich werde diese Spiele jetzt einfach nur mal ganz kurz hier vorstellen, vielleicht nochmal in einem anderen Video ein bisschen expliziter, wenn ihr Interesse daran habt, mal alle Retro-Spiele wirklich kennenzulernen, schreibt mir das mal in die Kommentare unten rein, mache ich da auch mal ganz gerne ein Video drüber. Aber ich will euch trotz allem mal ganz kurz die Liste aller Jurassic Park Classic-Spiele vorlesen, die ich jetzt in kurzer Zeit gefunden habe. Und zwar haben wir da zum einen Jurassic Park für Sega Genesis, das ist ebenfalls auch das gleiche Spiel oder eben dasselbe Spiel, wie auch für den Mega Drive. Das Ganze haben wir schon mal auf dem Kanal zusammen gespielt. Wir haben eben die Wahl zwischen Alan Grant und dem Velociraptor hin und her zu switchen und da dann die verschiedenen Kampagnen zu erleben. Die Level hier bei dem Spiel, die ähneln sich immer sehr stark. Es gibt ein paar Level, die beim Raptor dann wegfallen, wie das Boot-Level bei Alan Grant. Dafür sind die Schwierigkeitsgrade unterschiedlich und die beiden Figuren spielen sich eben auch komplett anders. Und ich muss wirklich sagen, ja, die Kampagne mit Dr. Alan Grant fand ich zum Beispiel wesentlich schwieriger als die mit dem Velociraptor. Ebenfalls haben wir hier die sogenannte Jurassic Park Rampage Edition, die quasi auf derselben Engine wie das allererste Sega Mega Drive Spiel basiert, nur in das Ganze ein bisschen tiefer reingeht oder eher ein bisschen rampagiger reingeht. Das Spiel hat nichts mit dem Film zu tun. Also nur mal ganz kurz als Beispiel. Wir fangen damit an, dass wir von einem Pteranodon in die Lüfte getragen werden, in einem Vogelkäfig. Und während wir hochgetragen werden, müssen wir als Dr. Alan Grant mit einem Gewehr auf Velociraptoren, Dilophosaurier und einfach mal Parkmitarbeiter ballern. Später im Verlauf des Spiels reiten wir noch auf einen Gallimimus und müssen auch vom Gallimimus aus mit einer Panzerfaust auf bestimmte Menschen und Dinosaurier schießen. Ich bin wirklich erstaunt, wie nah dieses Spiel am Film dran ist. Fast eine 1:1 Umsetzung, aber trotz allem ist das ein richtig gutes Classic-Spiel. Ich habe es noch nicht wirklich weit gezockt, das werden wir aber auch hier auf dem Kanal ebenfalls noch live mal machen. Ich habe nur mal ganz kurz reingespielt und habe wirklich Bock drauf. Muss sagen, ja, warum ist das nicht in der Collection mit dabei? Wir haben ein Jurassic Park für Sega CD. Dieses ganze Sega-Modul habe ich früher nie wirklich mitbekommen. Ich hatte eine Sega Mega Drive. Ich wusste auch, dass es bestimmte Komponenten gibt, bei denen man CDs einlegen kann. Das kannte ich jetzt so zum Beispiel noch nicht, aber schaut euch einfach mal an. Das sieht für die damalige Zeit nicht wirklich verkehrt aus. Ist definitiv ein Classic Game, was auf diese Collection drauf gehört hätte. Dann haben wir noch einen Jurassic Park für die Game Gear. Wir haben einen Jurassic Park für das Sega Master System. Wir haben noch dieses Jurassic Park Spiel hier, bei dem ich jetzt gar nicht genau rausfinden konnte, für was für ein System das ist. Wir haben einen Jurassic Park für den Game Boy, was wir eben auch in der Collection mit dabei haben. Wir haben einen Jurassic Park für den Super Nintendo. Die haben wir auch mit in der Collection mit dabei. Dann haben wir noch dieses Jurassic Park Spiel. Wir haben Jurassic Park The Chaos Continues, das auch auf der Collection mit enthalten ist. Ebenfalls wie diese Variante hier, also nochmal die Gameboy-Variante von Chaos Continues. Wie gesagt, das sind im Endeffekt einfach nur zwei Spiele, die eben einmal hin und her switchen können zwischen einer Schwarz-Weiß-Variante und eben einer Farbvariante. Und dann haben wir zum Beispiel auch noch Spiele wie das hier.
dieses Spiel ist einfach, naja, Jurassic Park als Automaten-Game. Ihr lauft quasi automatisch durch die Gegend und müsst einfach nur schießen. Das gab es, soweit ich weiß, nur als Automatenaussteller in bestimmten Hallen früher. Warum wurde sowas nicht einfach in eine Collection reingepackt? Also wirklich Spiele, die wir so nicht unbedingt spielen konnten. Und ja, von allen Games, die ich eben gerade aufgezählt habe, fallen natürlich jetzt auch vier wieder weg. Jetzt gehen wir mal ganz kurz darauf ein, warum ich nicht der Meinung bin, dass in die Jurassic Park 30. Jubiläums Game Collection oder Classic Game Collection nur Jurassic Park 1 Spiele reingehören. Naja, weil die Collection das eben selber nicht macht. Das Spiel Jurassic Park The Chaos Continues heißt nämlich im kompletten Titel Jurassic Park 2 The Chaos Continues. Dieses Spiel wurde, lange bevor der zweite Film im Kino gekommen ist, bereits produziert und eben rausgebracht zur Laufzeit des ersten Jurassic Park Films oder eben während der erste Jurassic Park Film noch aktuell gewesen ist. Vollkommen richtig, ja. Allerdings fußt dieses Spiel ganz grobe und ganz leicht auf bestimmten Ereignissen aus dem zweiten Jurassic Park Buch. Und hier hat man sich eben auch schon den Gedanken gemacht, okay, wie könnte man vielleicht schon ein zweites Spiel für oder von Jurassic Park entwickeln und eben rausbringen, was wahrscheinlich dann auch den Geist des nächsten Films einfangen wird. Im Endeffekt wissen wir jetzt alle, nee, der Film ist ganz anders als das Buch und das Spiel, wie das jetzt hier alles abläuft, das ist so auch im Film nicht wirklich passiert. Allerdings haben wir jetzt ja hier schon ein Jurassic Park 2 Spiel in dieser Collection mit dabei. Wenn wir das also noch berücksichtigen würden, dann kommen noch einige Klassiker mit dazu. Spiele zum Beispiel auch wie, und ja, tatsächlich, Jurassic Park Operation Genesis. Das ist ein Classic Game als Beispiel. Jurassic Park Warped, Jurassic Park The Lost World für die PlayStation 1. Die PlayStation 3 Jurassic Parks. Wir hätten hier wirklich eine richtige Jurassic Park Collection bekommen können. Stattdessen wurde das Ganze aber wieder reduziert. Und ich habe das Gefühl, das Ganze wurde eben nicht aus dem Grund reduziert, dass man eben gesagt hat, ja komm, wir packen nur Jurassic Park 1 Spiele mit rein, weil es geht ja auch hier nur um Jurassic Park 1. Denn dann müssten ja hier auch logisch gesehen auch die Sega Mega Drive Jurassic Park 1 Spiele mit drauf sein. Sind es aber eben auch nicht. Ich habe bei dieser Box einfach wieder das Gefühl, dass man hier so ein bisschen lieblos versucht hat, einfach irgendwas an uns weiterzugeben und rauszuhauen. Jetzt kommen wir zu einem Knäckemix-Vergleich wieder. Das fühlt sich so an, als wäre das irgendwie nur so eine Spalte von diesem Knäckemix, anstatt irgendwie so eine komplette Portion, wo eben alles mit drin ist. Extrem lange Rede, kurzer Sinn. Würde ich dieses Spiel empfehlen? Für $35 ist es aktuell gelistet, das wird dann wahrscheinlich auf Euro, da werden sie einfach das Dollarzeichen wegstreichen und eben Eurozeichen hinten dran machen. Ich schätze mal so 34,99 € für das Ganze kosten. Für den Preis macht ihr bei dem Kauf definitiv nichts falsch. Gerade wenn du da draußen Sammler bist und sagst, ja, ich will das auf jeden Fall bei mir im Regal stehen haben oder wenn du eine extreme Bindung zu diesen Klassikern hast, lohnt sich das auf jeden Fall auch. Für mich persönlich muss ich allerdings sagen, das ist mir einfach zu wenig. Das sind Spiele, die ich mir zulegen würde und sie dann vielleicht ein-, zweimal spielen würde und danach wird das Ganze bei mir im Regal stehen, denn ich kaufe mir physische Sachen immer noch lieber als irgendwelche Downloads. Ich muss sagen, ja, also der Preis von 35 €, wenn es denn dann so werden wird, ist definitiv fair. Da könnt ihr, wie eben gerade auch schon gesagt, nichts mit falsch machen. Allerdings auch nur dann, wenn ihr wirklich ein reges Interesse an solchen Spielen habt oder eben eine extreme Bindung zu diesen Spielen aus der damaligen Zeit habt. Ich werde mir dieses Spiel nicht kaufen, zumindest erstmal nicht für diesen Preis. Aber nur mal ganz kurz als Beispiel, wäre diese Collection rausgekommen, Collection, und da wäre nur das Sega Mega Drive Spiel drauf gewesen, hätte ich es mir gekauft. Warum? Weil ich eine Riesenbindung zu diesem Spiel habe. Deswegen ist es für mich eine ganz klare Kaufempfehlung, wenn du halt sagst, ich habe da einfach Bock drauf, ich will es einfach mal ausprobieren, mal gucken, für 35 € machst du da halt wirklich nichts falsch. Und schlimmstenfalls hast du einfach eine schöne Collection in deiner Sammlung. Ich hoffe, ich konnte dir damit jetzt so ein bisschen weiterhelfen und habe auch versucht, das Ganze so objektiv wie möglich an den Mann zu bringen. Ich bin einfach der Meinung, in eine Collection hätten noch wesentlich mehr Spiele reingemusst oder eben auch reingekonnt. Und eventuell kommt sowas ja irgendwann nochmal zum 60. Jubiläum von Jurassic Park. Vielleicht auch schon ein bisschen früher, ich weiß es halt nicht. Aber mir ist es einfach ein bisschen zu wenig. Und aktuell ist da einfach meine Enttäuschung größer als, mein Verlangen danach, dieses Spiel jetzt zu kaufen. Wirst du dir Jurassic Park die Classic Game Collection kaufen? Schreib es mir auf jeden Fall in die Kommentare unten rein. Würde mich wirklich freuen. Und wie gesagt, das ist nur meine Meinung. Wenn das jemand von euch kauft, sage ich auf jeden Fall, ey, viel Spaß damit. Und in diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.